Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch Mittagessen. Ja, sehr lecker und ja, schnell. Ja, eigentlich geht das schnell. Das ist Hähnchenbrust in Knoblauchsoße, Kürbiskartoffelbrei und rote Beete-Salat. Ja, die rote Beete-Salat mache ich immer so auf die Schnelle. Und jetzt zeige ich euch die Zutaten und die Zubereitung. So, da habe ich erstmal meine Kartoffel und Kürbis. Die Kartoffel habe ich auf kleine Stückchen geschnitten, also ja so klein. Könnt ihr noch ein bisschen kleinere machen. Den Kürbis habe ich auf so kleine Stückchen, also ein Drittel von Kürbis habe ich genommen, zwei Drittel Kartoffel. So, nach Augenmaß habe ich gemacht. Also fast ganze Kürbis habe ich da geschält, nur ein Stückchen habe ich da mit Haut gehabt, weil ich wollte da wissen, wie die Kürbis ist, dann wenn man sie stampft, ja, wenn der weich ist. Aber ich werde euch da empfehlen, die Kürbis zu schälen, weil die Haut lässt sich nicht so stampfen, ja. Okay, da gebe ich einen Esslöffel Salz dazu, Wasser und jetzt werde ich das aufkochen. Schaut ihr nach 10 Minuten, ob es schon gar ist, die Kartoffel. Und dann habe ich jetzt drei Hähnchenbrust. Ja, eine ein bisschen groß, die andere ein bisschen kleinerer und die dritte ist ganz kleiner. Ja, so war in der Packung. Also Zutaten sind für drei Portionen. Dann eine Zwiebel, drei bis vier Knoblauchzehen, eine Esslöffel Mehl, ganz normales Mehl, zwei bis drei Esslöffel Öl zum Anbraten, dann 200 ml Schlagsahne, 250 ml Brühe, ich hatte hier Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und rote Paprika. Ja. Und das Hähnchenbrust ist gewaschen und trocken getupft. Und jetzt werde ich das würzen mit Salz, Pfeffer und Paprika von jeder Seite. Könnt ihr auch nur Salz und Pfeffer nehmen, wird auch gut schmecken. Ja, ich werde das Ganze braten. Ja, in Stück oder am Stück. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr die Hähnchenbrust noch halbieren oder so dünn schneiden. Ja, dann braucht ihr nicht so viel Zeit, um zu braten. Ja. Das lasse ich so kurz marinieren und in Zwischenzeit habe ich noch eine rote Beete-Salat gemacht. Eigentlich wollte ich die rote Beete nicht verfilmen, aber dann habe ich mir gesagt, ne, geht's ganz schnell und habe ich gemacht. Da habe ich gekochte rote Beete, ja, 500 Gramm Packung, diese schon vorgekocht, so gekauft. Auf große Gemüsehobel habe ich mir das gerieben, dann reibe ich noch einen Apfel dazu. Am besten nehmt ihr einen säuerlichen Apfel, ich hatte hier ja ein bisschen süßlich. Ja, okay, reiben. Dann habe ich inzwischen kleine Zwiebel geschält, ganz, ganz fein. Gebe ich dazu. Dann werde ich das würzen mit Salz, Pfeffer. Ja, ich würde sagen, so große Prise Salz, große Prise Pfeffer. Aber dann muss ich dann später abschmecken. Zwei Esslöffel Öl habe ich gegeben, Rapsöl. Also den Öl zu braten hatte ich auch Rapsöl, ja. Okay, vermische ich das, dann zum Schluss gebe ich eine Esslöffel Essig dazu. Oder halbe, dann muss ich abschmecken. Und ein bisschen Petersilie vermische ich das, abschmecke noch, ob euch da vielleicht Salz oder Pfeffer fällt. Und ja, kann man erstmal stehen lassen, bis die zieht. Und jetzt mache ich hier das Öl rein, also zwei Esslöffel Öl, Rapsöl, könnt ihr Sonnenblumenöl nehmen. Und jetzt werde ich von beiden Seiten die Brust anbraten, goldbraun anbraten. Ja, die Hitze darf nicht zu hoch, also erstmal hoch einschalten und dann später ein bisschen runter. Ja, so dass die Hähnchen, die dickeren Teile, die größeren Hähnchen noch innen durch sind, ja. Die kleine braucht nicht so viel. Wenn ihr kleinere Stückchen habt, dann braucht ihr nicht so lange. Aber bei mir hat es so gedauert, ja. 5 Minuten von jeder Seite. Ja. Okay, nach dieser Zeit, wir werden die Hähnchenbrust nochmal in Soße ein bisschen kochen. Okay, nach dieser Zeit nehme ich das Fleisch weg aus der Pfanne, gebe ich Zwiebel dazu. Ich habe mich so ein bisschen grob gehackt. Könnt ihr dünner hacken, also kleinere, feiner hacken, wie ihr da möchtet. Und das lasse ich so kurz andunsten. Ja. Wenn das schon ein bisschen angedunstet ist. Aber inzwischen werde ich noch die Schlagsahne mit dem Mehl
vermischen oder das Mehl mit der Schlagsahne, mit die Schlagsahne vermischen. Die Mehl ist dazu, also zum Binden, um die Soße zu binden, dass die Soße nicht zu dünnflüssig ist, sondern ich mag immer, wenn die Soße dickflüssig ist. Ja, deswegen das Mehl dazu. Und ich gebe immer zu Flüssigkeit und zu Schluss. Okay, dann presse ich jetzt, also wenn das, sorry, wenn das Zwiebel schon gedünstet ist oder gebraten werde, ich presse 3 Knoblauchzehen, vermische ich kurz und gebe ich dazu die Gemüsebrühe, 250 Milliliter, könnt ihr auch Fleischbrühe nehmen, und die Sahne mit dem Mehl. Ja, lasse ich das aufkochen. Ja, das dauert so 3-4 Minuten, bis das aufkocht. Wenn das aufkocht, dann gebe ich zurück das Fleisch dazu. Dazu gebe ich das Fleisch zurück in die Pfanne zu die Soße. Werde ich das zudecken für ca. 10 Minuten und werde ich das garen, also leicht langsam garen auf niedrige Hitze. Und meine Kartoffel und Kürbis ist schon gekocht und abgetrocknet. Wasser habe ich abgegossen und jetzt gebe ich ordentlich 2 Esslöffel Butter dazu, eine große Prise Muskatnuss und jetzt werde ich die Kartoffel stampfen. Die Kürbis, wie ich schon sagte vorher, die Schale von Kürbis werde ich, konnte ich nicht so richtig stampfen, aber er war auch nicht so schlimm. Da waren nur kleine Stückchen drin. Aber passt schon. Okay, abschmecken noch. Mir fehlte das Salz. Könnt ihr das abschmecken? Und das Brei oder Bierbrei ist schon fertig. Mache ich zudecken erstmal. Und meine Hähnchen ist schon fast fertig. Mir war die Soße ein bisschen zu mild noch. Ich habe noch die vierte Knoblauchzehe da reingepresst. Lasse ich noch kurz also nicht erst erhitzen. Ja, lasse ich noch kurz 2 Minütchen auf die Feuer. Gebe ich ein bisschen Petersilie, vermische ich das und dann kann ich schon anrichten. So, die Kartoffel, die Kürbiskartoffelbrei waren so cremig, weil die Kürbis war so wasserig, der hat viel Wasser angenommen. Ja, deswegen braucht man da nicht Sahne oder so, wie ich immer zu normaler Kartoffel gebe. Dann das Hähnchen, nehme ich die größere Stück für mich. Und Soße. Und da habe ich noch meine rote Bete Salat. Ich habe das ein bisschen geschnitten schon, weil ich habe Foto gemacht und jetzt kann ich mit euch probieren. Also so, das war sehr lecker. Dann die Brei mit Fleisch und Soße oder das Brei und Rote Bete. Einfach lecker. Guten Appetit. Ja, das war natürlich sehr lecker. Am besten hat mir die, also eigentlich hat mir alles geschmeckt, aber die Kartoffelbrei, also der Kürbis-Kartoffelbrei zusammen mit der Soße oder also auf einer Gabel oder zusammen mit dem Rote Bete-Salat. Ja, das war sehr lecker. Musst ihr das ausprobieren. Wenn ihr also die Soße war nicht so, hat nicht so fest nach Knoblauchgeschmack geschmeckt, sondern das war so ein bisschen milde, ja, so, das war mild, ja, milder Geschmack von Knoblauch. Die Püree, Kürbis, Kartoffel, Püree. ja, könnt ihr also von den Kürbissen, könnt ihr da geben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder halb, halb oder ein Drittel Kartoffel und 2 Drittel von Kürbis oder umgekehrt 2 Drittel von Kartoffel und dann 1 Drittel von Kürbis. Ich habe eine Kürbis gehabt, dann habe ich, da habe ich, also für die Kartoffel, Teil für die Kartoffel habe ich genommen, Teil für Brot habe ich eine Kürbisbrot gebacken, also mit Kürbis. Und dann Teil habe ich genommen zum Pancakes, ja, genau. Okay, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe, hat euch gut geschmeckt. Ich werde das nachmachen. Vielen Dank für alle Kommentare. Ich werde am Ende jedes Video mich bedanke für alle Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!